Unter uns leben ein paar richtige Dämonen und ich habe Angst. Pelikane sind ein paar der schrecklichsten davon. Der hier hat gerade wirklich einfach eine lebende Taube komplett in den Mund genommen. Man sieht noch, wie die zappelt. Für die ist das gerade eine richtige Nope-Situation. Wer auch immer sich Pelikane ausgedacht hat, muss einen schweren Schaden haben. Eine Kreatur, die gefühlt zu 80% aus Schnabel besteht und den Drang hat, alles zu fressen, was sich bewegt. Diese Dämonenschweine sind aber mindestens genauso furchterregend. Denn die fressen wirklich alles. Es gibt ein Video, bei dem man sieht, wie ein Leopard, der angefahren wurde und überlebt hat, von 3 Schweinen gefressen wird. Viel zu brutal für YouTube, TikTok und meine geistige Gesundheit. Sie sind riesig, gemein und greifen dich allein dafür an, dass du es wagst, hier herumzustehen. Selbst als Raubkatze musst du manchmal auf einen Baum fliehen, um mit dem Leben davon zu kommen. Ich glaube, kaum ein Tier macht eine Transformation von so süß zu dermaßen schrecklich. Außer vielleicht Schimpansen. Wenn es ein Tier gibt, das aussieht wie ein Serienmörder, dann ist es das Tier, das uns am ähnlichsten ist. Und leider haben sie auch noch die entsprechende Persönlichkeit.